Auf die Wiesen. Ich glaube, das ist nichts. Wenn du alles machst, dann habe ich so, Kobi, in Zwartek geht's los. Wie war die Vorbereitung bis jetzt? Ja, war, denke ich, anstrengend. Wir haben viel trainiert. War intensiv, muss man echt sagen. Also, wir haben, ich glaube, der neue Trainer hat versucht, in die, was waren es jetzt, 3-4 Wochen, und sein Stempel aufzudrücken. Und ich denke, es war eine gute Zeit. Die Mannschaft ist ja, sage ich mal, großenteils beisammen geblieben und haben intensiv trainiert und, glaube ich, sind gut vorbereitet für die Meisterschaft. Ja. Wie ist der Eindruck vom neuen Trainer? Du hast jetzt doch in deiner Karriere ein paar Trainer gehabt. Also. Nee, ich habe ihn auch schon gehabt, also von dem habe ich gewusst, was uns erwartet. Durchaus positiv. Ich meine, dass er ein guter Typ ist, das weiß man sowieso, und dass er vom Fußball verdammt viel Ahnung hat und, sage ich mal, ähnlich wie der Chucky spielen lassen will. Ja, das kommt uns sicher zugute. Und wie bist du mit unserer neuen Verstärkung als Zürcher besetzt? Ja, natürlich top. Also muss man schon sagen, ich glaube, dass wir in der Breite der Spur besser sind vielleicht und auch in der Spitze sind wir echt. Also mit Mauro vorne drinnen haben wir einen richtig guten dazu gekriegt. Aber ich denke auch die anderen Spieler wie der Petrus oder der Aaron oder Korunka, die dazugekommen sind, verstärken uns sicher. Wie war deine persönliche Vorbereitung? Wie fit bist du selber? Ja, ich fühle mich eigentlich ganz gut, muss ich sagen. Ich meine, nicht mehr der Jüngste. Aber ich glaube, letztes Jahr habe ich fast jede Partie gespielt. Also von dem her, es war eine kurze Pause, also nur 2 Wochen Pause und dann 2-3 Wochen, die ein bisschen intensiver waren. Und deswegen fühle ich mich schon relativ fit, muss ich sagen. Was erwartest du jetzt am Wochenende vom Spiel gegen Rötlis? Ist doch eine körperlich starke Mannschaft. Die gegen Sturm Graz hat eine ordentliche Partie gemacht, 5-0 zwar, aber doch Chancen gekriegt. Ja, klassisch Rötlis auswärts. Also. Mir kommt vor, es ist immer das Gleiche. Man muss von der ersten Sekunde an dagegen halten. Die Chancen, die Borde immer kriegt, bestmöglich nutzen und natürlich schauen, dass man hinten kann es kriegen. Aber ich denke, wir haben alle Möglichkeiten. Sie haben natürlich schon ein Bewerbsspiel in die Viers. Das ist sicher kein Nachteil, aber nichtsdestotrotz fahren wir mit einer breiten Brust noch heute drauf. Gut, dann viel Erfolg und viel Glück. Danke. Passt eh, oder? Wenn es wird, deswegen kommt. Der Organe. Und bist du fit? Nein, noch nicht ganz. Was ist denn, du warst verletzt, oder? Ja. Nächste Woche wieder probieren. Adduktoren. Ja, leider. Klassiker. Meine erste Spielevorstellung war gleich der Maurice. Hast du gesehen, ne? Mister? Wo? Insta. Achso, ja. Du hast nicht repostet. Repostet, Sauerei. Ein bisschen Angst. Hätte schon markieren müssen, dann kann das reposten. Ja. Ich bin schon sauer gesehen. Okay. Aber. Bin ich schuld mit selber. Ja. Du bist schon. Unerfahrenheit. Unerfahrenheit, das stimmt.